Okay, hier ist alles sehr gelb. Scheiße. Warum ist das so gelb? Kann ich nicht einen Weißabgleich machen irgendwie? Das ist viel besser. Das ist viel besser. Das ist nicht mehr so gelb, oder? Ich glaube, das ist nicht mehr so gelb. Okay. Wo ist mein Zettel? Boah, den ganzen Tag in so einem Büro sitzen. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr das auf die Körperhaltung geht, wenn man keinen Sport macht. Das ist richtig ätzend. Herzlich willkommen, Leute, zu meiner mehrtägigen Serie Jan redet sich den Scheiß von der Seele, über den er gerade nachdenkt. Ich habe gestern die Kommentare gelesen. Ganz viele haben geschrieben, ich soll dieses Bogdan-Aufregen-Video machen. Ich muss mir noch überlegen, ob ich das wirklich mache oder wie genau ich das mache. Weil ich will ja den guten armen Mann da nicht fertig machen. Der weiß es ja einfach auch nicht besser. Das ist ja nicht mal seine Schuld, Leute. Wisst ihr, ich nehme das ihm nicht krumm. Aber heute will ich über was anderes reden. Weil ich habe am Freitag angefangen und habe dann erzählt, so, ja, ich habe einen neuen Anime angefangen. Und da stand auch ganz oft in den Kommentaren so, ja, welcher Anime? Und das ist genau der Punkt. Ich wollte nämlich darüber reden, dass ich euch nicht sagen werde, wie dieser Anime heißt. Weil ich über gesellschaftliche Konventionen und die Schere im Kopf reden möchte. So, jetzt fragt ihr euch, gesellschaftliche Konventionen, Schere im Kopf, was meinst du damit? Und es gibt bestimmt auch viele von euch, die schon ganz genau wissen, was das ist und worum es da geht. Aber für die, die es halt noch nicht wissen, versuche ich es jetzt einfach nochmal ein bisschen zu erklären. Fangen wir an mit den gesellschaftlichen Konventionen. Wir alle sind in der Gesellschaft groß geworden. Gesellschaft dürfte ja wohl jedem ein Begriff sein. Das sind so die Menschen um dich herum, ja, weil du bist ja nicht der Einzige auf dieser Welt, sondern es gibt noch so ein paar andere. Und wir müssen ja irgendwie miteinander klarkommen. Deshalb gibt es so ein paar Konventionen, an die hält man sich. Und ein paar Konventionen gehen so weit, dass man sogar gesagt hat, jo, da muss sich wirklich jeder dran halten. Und dann wird das in ein Gesetz geschrieben und in Stein gemeißelt. Zum Beispiel, du darfst keine Frau vergewaltigen. Und übrigens auch keinen Mann, liebe Frauen, die immer nur mit dem Finger auf die Männer zeigen. Es gibt auch Frauen, die Männer vergewaltigen und es gibt auch häusliche Gewalt gegen Männer. Aber das soll gar nicht das Thema dieses Vlogs sein. Du darfst nicht vergewaltigen. Das ist eigentlich das Gesetz. Und wenn du es doch machst, dann wirst du dafür bestraft. Es gibt aber auch Konventionen, die sind keine Gesetze, aber an die hält man sich trotzdem. Oder die meisten halten sich zumindest daran. Zum Beispiel, so eine urdeutsche Gesellschaftskonvention ist, du verrätst nicht, wie viel du verdienst und du redest nicht über dein Einkommen und deine Ausgaben. So was macht der Deutsche nicht, oder? Und ich habe das schon öfters gelesen von euch in den Kommentaren, dass ihr das cool findet, dass ich immer versuche, ein bisschen transparent zu sein und auch darüber rede, wie viel Euros denn jetzt mehr oder weniger genau da rumgeschoben wurden und wir verdient haben. Und ich persönlich, ich finde das gar nicht schlimm, weil was habt ihr davon, wenn ihr das wisst? Oder wenn ihr das nicht wisst? So, was habe ich davon, wenn ich es geheim halte, wenn es euch ja so brennend interessiert? Die Antwort ist natürlich gar nichts. Es ändert sich nichts. Aber der Mensch vergleicht sich halt immer gerne und man wird nicht gerne verglichen, wenn man sich selber jetzt nicht gerade in dem Moment vergleichen will. Das heißt, wenn dich als Deutscher jemand fragt, ja, wie viel verdienst du denn? Und du dich jetzt unwohl fühlst, ihm das zu sagen oder ihm eine Summe zu sagen und dann irgendwie ausweist, ja, oh, nicht so viel, könnte mehr sein oder sowas. So, dann frag dich mal, woher das kommt. Weil du jetzt Angst hast, so, oh, der verdient mehr als ich und dann sieht er mich als was Minderwertigeres an. Oder dann denkt er, boah, der verdient so viel und dann ist der neidisch auf mein Geld. Was ja auch so, ne, diese Neidgesellschaft Deutschland ist. Das, liebe Freunde, bringt mich zu meinem nächsten Thema, nämlich der Schere im Kopf. Denn was ist dieser Gedankengang denn? Oh, warum will der wissen, wie viel ich verdiene? So, verdient der mehr als ich? Bin ich dann minderwertig? So sieht er mich dann in anderen Augen. Das ist, was man die Schere im Kopf nennt. Und das gibt es bei ganz vielen verschiedenen Dingen. Nämlich, um auf mein erstes Beispiel heute zurückzukommen, auf den Anime, den ich angefangen habe. Ich bin auch nicht frei von gesellschaftlichen Konventionen. Absolut nicht, nein. Und ich habe halt diese eine Konvention im Kopf. So, ne? Ich bin jetzt 28 Jahre alt und ich gucke halt total gerne Animes und ich lese Mangas. Und die Gesellschaft sagt aber so, oh Jan, du bist 28 Jahre alt, werd mal erwachsen, mach was aus deinem Leben. Du kannst doch nicht dein Leben lang nur Animes lesen und gucken und Mangas lesen und YouTube gucken, so. Mach was, du musst jetzt was schaffen, du musst einen festen Job haben, du musst ein Haus bauen, du musst Kinder kriegen und so weiter. Seht ihr, diese gesellschaftlichen Konventionen sorgen dafür, dass bei mir im Kopf die Schere ansetzt und ich mir denke so, wenn ich euch wirklich verrate, welchen Anime ich jetzt angefangen habe, oh scheiße, ich will nicht wissen, was ihr dann von mir denkt so. Und das ist mir persönlich halt genauso peinlich, wie irgendwem anders das peinlich ist, über das Geld zu reden. Und deswegen werde ich euch das nicht sagen. So, was lernen wir jetzt aber daraus? Was ich euch mitgeben will, ist, dass ihr mal bei euch darauf achtet, was ihr so für gesellschaftlichen Konventionen unterliegt und euch dann mal fragt, stimmt das eigentlich? Ist das eigentlich, muss das eigentlich?
könnte das ein Gesetz sein? Und ganz oft stellt man fest, das muss eigentlich gar kein Gesetz sein. Und man kann sich vielleicht sogar freier, besser entfalten, wenn man die ein oder andere gesellschaftliche Konvention einfach ablegt. Also Leute, fragt euch mal über eure gesellschaftlichen Konventionen aus. Haut sie mir gerne in die Kommentare und dann können wir darüber auch diskutieren. Ich könnte ja jetzt noch eine Stunde darüber reden, wie sehr mich persönlich das aufregt, dass die NSA alles und jeden überwacht und es dann Leute gibt, die sagen, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Und irgendwann in ein paar Jahren, wenn dieser Überwachungsapparat so weit etabliert ist, dass du den überhaupt nicht mehr wegkriegst und der alles über dich weiß, und die wissen ja jetzt schon mehr über dich selber, als du selber weißt, dass dann die Schere im Kopf von allen von uns ansetzt, über alles, was wir denken und sagen. Sei das jetzt privat irgendwie, mit wem im Gespräch oder halt im Internet. Und dann muss ich mir zweimal überlegen, ob ich jetzt diesen einen Witz mache und ob das auch alle verstehen, dass das ein Witz ist, oder ob irgendein Computeralgorithmus jetzt denkt so, oh, den Jan, den nehmt aber mal sicher in Verwahrungshaft. Okay, ich drifte ab, ich lasse es besser. Ich hoffe, ihr könnt euch was mitnehmen aus dem Video heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Tage. Ich habe vor, über so Dinge zu reden, so ein bisschen Steuern, was mich da so abfuckt. Bildungssystem würde ich gerne mal ein bisschen drüber quatschen. Und noch so ein, zwei andere Dinge. Vielleicht noch über Rente und das Unternehmersein. Da habe ich ganz viel, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, was ich mit euch teilen will, was euch vielleicht persönlich weiterbringt, weil das ist eigentlich auch das, was ich mit diesen Videos irgendwo vermitteln will. So, ich will Leute unterhalten und jetzt speziell mit diesen Laber-Videos möchte ich einfach Leute ein bisschen zum Denken anregen und in ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung voranbringen. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lass eine Bewertung da. Schalte morgen wieder ein. Bis dann. Ciao. Ich habe es eben im Video vergessen zu sagen, bei der Schere im Kopf für die Vergewaltigung, es ist nämlich so, dass sich Männer, die vergewaltigt wurden, oftmals gar nicht trauen, zur Polizei zu gehen und eine Anzeige zu erstatten oder sowas, weil sie denken, dass ihnen eh keiner glaubt oder weil sie Angst haben, so, ja, oh, was denkt die Polizei von mir als Mann oder was soll die Gesellschaft von mir als Mann denken, wenn ich als Mann vergewaltigt wurde? Seht ihr, da ist auch eine Schere im Kopf. Haut sie mir in die Kommentare und dann können wir da gerne...